Das Wort hat nun der Kollege Jens Spahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es ein Recht des Staates, sich in diese ja eigentlich sehr individuelle Entscheidung und Frage zur Organspende, möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht, einzumischen und eine Entscheidung abzufragen? Ich denke, ja, dieses Recht gibt es, und zwar aus drei Gründen. Zum einen haben die, die warten, die hoffen, diejenigen, die eine Organspende brauchen, etwa auch weil die Niere nicht mehr funktioniert und sie jeden Tag, alle zwei Tage zur Dialyse müssen, und auch ihre Angehörigen, die natürlich mitleiden und mit hoffen und warten, einen Anspruch darauf, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Es ist schon gesagt worden, allein in Deutschland warten 12.000 Menschen auf eine Organspende, 3 sterben jeden Tag. Wir machen das übrigens auch in einer ja auch europäischen Solidarität, weil wir mit anderen europäischen Ländern untereinander einen Verbund ja auch haben. Und insofern deutlich mehr Menschen auch von der Regelung, die wir heute hier treffen, werden profitieren können. Es gibt einen Anspruch dieser Menschen, dass sich jeder Einzelne von uns, aber eben auch die Gesellschaft insgesamt mit diesem Thema beschäftigt. Nicht, weil es ein Recht auf Organspende gibt, nicht, weil jemand den Anspruch hat, ein Organ zu bekommen, sondern weil es die Verpflichtung aus Nächstenliebe, wenn man dieses schöne Wort da mal nehmen möchte, weil es die Verpflichtung der anderen gibt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen ist heute mit diesem gemeinsamen Antrag ein guter Tag für diejenigen in Deutschland, die auf eine Organspende warten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Zweiten gibt es für uns, auch als Deutschen Bundestag, einen Grund, sich damit zu beschäftigen. Es ist schon gesagt worden, weil es eine sehr offensichtliche Lücke gibt zwischen der in Umfragen dokumentierten Bereitschaft zur Organspende, wo bis zu 3/4 der Bevölkerung sagen, sie könnten sich vorstellen, Organspender zu sein, und der tatsächlich erklärten und dokumentierten Bereitschaft, denn dann Organspender zu sein. Und wir wollen und wir müssen Zeitpunkte und Orte der Entscheidung, der Diskussion über eine Entscheidung schaffen. Das wollen wir vor allem tun, indem wir diese Debatte in die Familien bringen, in die Freundeskreise bringen, weil eben mit dem Versenden einer Karte gleich auch die Aufforderung, sich damit zu beschäftigen. Informationen, das ist ganz wichtig. Wir wollen nicht überreden, wir wollen überzeugen, Organspender zu werden, aber eben vielleicht etwas penetranter, als wir es bisher getan haben, da auch nachfragen. Also Entscheidungen, Zeitpunkte, Orte für Entscheidungen zu schaffen, gerade auch in den Familien, in den Freundeskreisen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mal im eigenen Freundeskreis intensiv 2 Stunden über das Thema Organspende diskutiert habe. Da kann man im Übrigen nicht alles immer rational erklären. Ich habe selber einen Organspendeausweis und für mich die Spende des Herzens ausgeschlossen. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum. Das ist manchmal auch eine sehr emotionale, individuelle Entscheidung, aber wichtig ist, diese Debatte zu treffen, diese Debatte zu führen und eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen sage ich auch zu denjenigen, die sagen, das ist doch eigentlich zu wenig, einfach nur anzuschreiben und abzufragen, reicht denn das, dass Sie das nicht unterschätzen sollen? Es ist für viele schon eine Zumutung, alleine regelmäßig angeschrieben und gefragt zu werden. Wenn Sie mal schauen, es gibt nicht besonders viele Themen, wo wir als Staat, wo wir als Gesellschaft sagen, wir schreiben dich regelmäßig an, wir fordern dich regelmäßig auf. Ja, jedes Mal, wenn du einen Personalausweis oder einen Führerschein bekommst, wirst du in Zukunft auch Informationen zur Organspende bekommen. Das machen wir weiß Gott nicht bei jedem Thema, sondern ganz speziell bei diesem. Und das ist schon eine deutliche Qualitätsveränderung im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Und wie gesagt, einige erleben schon das als Zumutung. Und deswegen glaube ich, dass da insgesamt ein guter Kompromiss entstanden ist, mehr zu informieren, mehr aufzuklären, manchmal vielleicht auch ein wenig zu nerven, aber immer in der Absicht zu überzeugen und nicht zu überreden, am Ende nicht mit Pflicht zu arbeiten, nicht mit Zwang zu arbeiten, so rum, sondern mit der Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist das insgesamt für uns ein guter Kompromiss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der dritte wichtige Aspekt, warum es auch gut ist, dass wir uns heute damit beschäftigen, ist der, und da bin ich auch vielen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, die gesagt haben, sie würden gerne auch über die Widerspruchslösung zum Beispiel diskutieren, wie wir sie in Spanien haben. Dass alle gesagt haben, wir sind bereit, jetzt erstmal diesen ersten Schritt
zu gehen, gemeinsam mit der Entscheidungslösung mehr zu informieren, aufzuklären, abzufragen und gleichzeitig, das ist ganz, ganz wichtig, ist auch schon gesagt worden, die Abläufe in den Kliniken zu verbessern, in den Krankenhäusern, zu schauen, dass es dort Transplantationsbeauftragte gibt, dass dort besser als bisher geschaut wird, wo ist denn tatsächlich die Möglichkeit zur Organspende auch da. Also gemeinsam zu schauen, ob diese beiden Maßnahmen, Information der Bürgerinnen und Bürger und bessere Abläufe in den Kliniken, nicht tatsächlich zu einer höheren Zahl von Organspender in Deutschland führen, dass sich vielleicht viele, viele andere Debatten, die am Ende deutlich schwieriger wären, auch in der Abwägung und ethisch grundsätzlicher noch weiter eingreifen, würden sich dann erübrigen. Und ich bin aus den Erfahrungen, die wir auch mit Blick auf andere Länder gemacht haben, was diese beiden Maßnahmen angeht, optimistisch, dass es gelingen kann, die Zahl der Organspender Schritt für Schritt, das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber über die nächsten Jahre in Deutschland zu erhöhen. Und da ist es ein schönes, ein deutliches Zeichen, und da bin ich den Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen und allen Kolleginnen und Kollegen, die mitgearbeitet haben an diesem Antrag, sehr, sehr dankbar. Da ist es ein schönes Zeichen, dass wir das hier im Deutschen Bundestag in sehr, sehr großer Einigkeit tun, dass wir gemeinsam das Zeichen setzen. Wir wollen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr die Debatte führt in der Familie, mit den Freunden, weil, das ist schon gesagt worden, im Übrigen, wenn man sich nicht selbst entscheidet, die Angehörigen, die Familie denn dann für einen entscheiden muss. Und das ist wahrlich keine leichte Situation, wenn es denn dann zum Fall der Fälle kommt. Und deswegen nochmal einen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass dieses gemeinsame Werk gelungen ist.